Hunt ist offensichtlich ein Shooter, also wird da geschossen. Die Nahkampfwaffen im Spiel sind aber auch nicht zu verachten. Äxte, Säbel, Bajonette und nicht zuletzt die Bomblands erledigen Gegner bei einem Oberkörpertreffer mit nur einem Streich. Auf den Konsolen werden die gerne mal als Noob-Waffen bezeichnet, weil es da halt keinen Aim-Assist gibt und man mit Nahkampfwaffen nicht groß zielen muss. Aber am PC ist so ein Melee-Push gegen eine Schrotflinte schon aufregend. Und deshalb gibt's in der heutigen Folge mal einen Schwerpunkt auf Hauen und Stechen. Und es geht los mit der allseits beliebten Sprenglanze, auch bekannt als Bombolanzo! Ich bin mit einem Random-Trio unterwegs und ein Boss wird schon gebanished, aber den zweiten vermute ich in Pitching Crematorium und dahin sind wir gerade auf dem Weg. Das ist voraus. Ja. Wer ist das denn? Ist auch hier. Wir sind schon im Keller unten. Ich weiß, ob ich da irgendwie reinkomme. Wahrscheinlich am ehesten hier hinten. Ist hier auch irgendwo da? Okay. Oh, ich nehme noch den schnell. Scheiße, komm, mal jetzt. Ja. Okay. Machen wir das so. Okay, das war so nicht geplant. Aber cool. Was hat der Sparks? Ein anderer Typ. Hatte der nicht eine Crown? Ja, Black Sun ist schon nicht verkehrt. Also denn ab jetzt wird es, glaube ich, schwer, Leuten entgegenzurennen und die umzulanzen. Müssen wir das so machen. So, dann ist die andere da hinten noch explodiert. Das war ein bisschen lucky. Okay. So, das andere Team macht da oben rum. Und um mal zu spoilern, da oben geht's dann auch raus. Team Nummer 3 ward nie mehr gesehen oder ist im Norden verendet. Auf jeden Fall ist in diesem Match kein PvP mehr passiert. Aber die Bomblands-Szene war zu schön, um sie wegzuschmeißen. Dennoch, hasta luego! Bombolanzo! Und rein in ein Quickmatch. Im Quickmatch heben alle besonders gerne Schrotflinten auf. Ich mag hier aber auch Bajonettwaffen sehr gerne. Mit denen kann man sich schießend an die Kundschaft rantasten und dann zustechen. Wenn ich also eine Wetterli-Bajonett finde, freue ich mich. Aber hier finde ich nicht nur die, sondern auch einen Gegner. Ich kann sagen, hier ist ja gerade wer durch. Der ist nicht nur durch, der ist immer noch da. Na dann. Gehen wir doch mal gucken.
Komm, schnapp ihn dir. Oben sitzt da. Dachte gerade, wo ist er denn hin? Tür ist zu. Versteh's nicht. Ja, gut. Oh, Theodorield, will ich das? Nee. Jetzt bin ich erstmal zufrieden mit der Wetterlee. Den Bayonett ist immer gut. Und die Silence ist auch immer gut. Also lassen wir es erstmal so. Ich dachte, wo ist der hin? Ich hab die Tür gar nicht gehört. Da sitzt er da oben auf der Treppe. Wer weiß, dass der Dicke keine Treppen steigen kann. Gemein. Oh. Okay. Der eigene Puls ein bisschen aus dem Beat. Also überall rumpelt was. Das ist übrigens der Trick, wie man am besten hier das Tor aufmacht, ohne erschossen zu werden. Ich glaube leider auch nicht immer. Au, Flashbang. Super mächtig. Im Trickplay. Grundsätzlich super mächtig, wenn ich so drüber nachdenke. Upsi. Irgendwas, was ich nicht will. Also das möchte ich auf die 7. Das möchte ich auf die 8. Nee, es ist da oben ein Dicker drauf. Oh. Ach, der ist da unten. Dann nehme ich das hier erstmal mit. Oh. Der ist ja jetzt nicht weit weg. Kommt er da gleich die Treppe hoch, wenn er den Bock hat? Was er nicht hat. Ja, für ihn schreit der Hinweis natürlich noch. Upsi. Gut, es ist für ihn wahrscheinlich so laut, dass er meine Schritte vielleicht gar nicht hören kann. Trotzdem dauert mir das hier alles viel zu lang. Keine Zeit für sowas. Bayonett ist halt wirklich mega. So, ist ja direkt der nächste. Ah, der ist der Arme. So. Nichols Prison. Ja. Ein Versuch wert. Aber wir treffen uns ja alle weiter hinten wieder. Oder Lamba. Prison ist besser zu verteidigen, aber im Prison sind offensichtlich gerade schon welche, oder zumindest einer ist da. Also der Wellspring kann ja nur in diesen vier Compounds aufgehen. Jetzt ist Lamba halt für mich am nächsten. Prison wäre halt am leichtesten zu verteidigen. Na, Lamba kriege ich auch hin.
sei denn, es kommt halt einer in der Shotgun rein. Oh, ich hab Beastface. Oh, wie gut. Hä? Okay. Schon vorbei. Ah. Oh. Naja, gut. Naja, gut. Da wäre es gewesen. Hm, ist hier noch einer drin? So. Das heißt, ist die Frage, will ich lieber eine Halsbombe oder eine Konzertina? Stürmen ist die Heilpumpe eigentlich besser. Gibt ja noch irgendwas Tolles? Boah, halt. Ja, ich putze, hab ich schon. So, denn. Erster Stock. Nordflügel. Da kommt jetzt einer von der Seite. Ist das eine Dolch oder eine... Bornheim, ich kann die leider nie unterscheiden. Guck mal, da ist die Hunde. Ach, der ist gerade erst in der Hunde frei. Das wird wohl eine... Bornheim sein. Das ist aber glaube ich schon zu zweit da drin zugange. Ja, das ist jetzt der Bornheim. Okay. Bornheim gewinnt gerade alles. Nein, lass mich. Ist man wieder oben rüber? Nein. Ja, kriegt man so oben rüber. Oh nein! Ach, sind die doof. Haben die sich direkt von einmal um die Ecke rennen abbringen lassen. Na gut, hol ich mir was anderes Schönes raus. Boah, ein Pair hatte der sogar. Gut, aber es ist ja eher... benötigt draußen rumzulaufen. Ui. Ich nehme jetzt auch die Parks. Ich mache jetzt nur noch. Ich mache jetzt nur noch Kills mit der Bajonett. Brauche nichts anderes. Lampe nehme ich noch mit. Die ich vielleicht noch gebrauche. So, Lampe hier, Lampe da.
Wunderbar. Was anders, weil die Tür aufgeht, geht da eine Flashbang rein. Oh, halt, gib mir das mit. Nein, nein, gib mir das. Herrgott. Ist das jetzt allen Ernstes, weil ich die Waffe nicht habe wechseln können, noch weggebrannt? Wahrscheinlich. Scheiße. Ist aber zum Glück nicht so. Auch wenn ihr angebrutzelt aus dem Quickplay kommt, ist der Hunter nachher unversehrt. Also schön noch eine Mosin-Bajonett abgestaubt und das ist tatsächlich meine Lieblingswaffe. Und jetzt habt ihr auch gesehen, warum. Meine Lieblingszuschauer, das seid ihr. Deshalb freue ich mich, wenn ihr einen Kommentar, ein Like oder gar ein Abo dalasst. Dann sehen wir uns hier wieder oder mal live auf Twitch. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.